Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch den Herkules zeigen und die Löwenburg. Und zwischenzeitlich sehen wir auch noch viele andere schöne Sachen. Ja, hier schon mal ein guter Überblick von der Wilhelmshöhe über die Stadt Kassel. Was wir da oben sehen, das ist der Herkules. Das ist schon eine ganz schöne Entfernung von hier unten. An den heutigen Tag fanden keine Wasserspiele statt. Aber es ist auch sehr schön alles ohne Wasserspiele und ich hatte auch Glück gehabt, dass es, wir haben hier einen Freitag, auch nicht so überfüllt war. Und das Wetter hat auch mitgespielt. Von hier sieht man sehr gut das Aquädukt und die Peneus-Kaskaden. Was hier aussieht wie eine Brücke, das ist tatsächlicherweise eine Wasserstraße, wie man das hier sehr gut erkennen kann. Also wir laufen doch wirklich, wenn die Wasserspiele sind, oben vom Berg, vom Herkules, wirklich massive Wassermengen durch. Hier geradezu sehen wir die Teufelsbrücke, da kommen wir später auch noch hin. Wir sind jetzt hier bei der Pluto-Grotte. Hier wieder die Teufelsbrücke von etwas näher. Von den Treppen gibt es einige und man sollte doch schon von der Kondition so halbwegs fit sein. Vor allem jetzt das letztere Stück, den Herkules hoch, sollte man eigentlich nicht unterschätzen. Hier sehen wir übrigens die Neptungrotte unterhalb des Herkules. Hier jetzt auch gut zu sehen, die Stufen, der mühsame Weg nach oben, wie man vielleicht so ein bisschen mich atmen hört.
gerade Herkules, teils durch Baustelle. Übrigens, die Treppen links und rechts, die wir gerade gesehen haben, kurz, da kann man dann auch noch hochgehen. Das kostet separat auch nochmal Eintritt zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg zu Löwenburg. Ist auch ein sehr schöner Weg durch den Wald. Mit, ja, einigen, sage ich jetzt mal, doch sehr schönen Stationen. Wie jetzt hier auch so ein kleiner Teich. Mit kristallklaren, glasklaren Wasser. Schön ist, es gibt auch überall Bänke, wo man dann auch einen Augenblick verweilen kann, wenn man möchte, um die Natur zu genießen. Ja, jetzt bin ich hier schon bei der Löwenburg angekommen. Ja, was man hier gleich sieht, das ist im hinteren Teil das Labyrinth. Wunderschön, wunderschön angelegt. Die Löwenburg, die erschien mir so wie aus so einem Märchen entstanden. Ganz nett anzusehen. Hier gibt es übrigens auch Führungen durch die Löwenburg, wo man sich anmelden kann. Die gehen circa eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Das ist jetzt hier der vordere Eingang der Burg. Wir sind ja hinten durch das Labyrinth reingekommen. Hier eine fantastische Ansicht nochmal der Burg, der Löwenburg, einfach traumhaft, traumhaft. Oh, hier ist wohl eine Braut abgehauen. Soll ja mal vorkommen. Ja, was wir hier sehen, das ist wieder unten beim Schloss Wilhelmshöhe, so ein Gewächshaus. Alles sehr schön bepflanzt, wirklich herrlich. Ja, wir sind jetzt auch so ziemlich am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Nicht nur gucken, kein Daumen hoch. Und wenn ihr meine Videos in Zukunft nicht weiter verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, tschüss.